Hey Leute, willkommen zu einer weiteren Folge von Bloons Tower Defense 6. Das Spiel hat ein Update gekriegt und es ist ein neuer Affe ins Spiel gekommen. Fairerweise jetzt nicht komplett neu. Ich spiele erstmal auf leicht, wenn wir uns einmal kurz angucken können. Denn Leute, die Bloons Tower Defense 5 gespielt haben, die kennen ihn schon. Und zwar ist jetzt im Spiel der Ingenieur. Er wurde als Ingenieur angekündigt, aber er ist der Affenpionier. Den kennt ihr bestimmt, denn der kann Kanonen überall platzieren. Der kann Schaum auf den Boden sprühen. Macht er anscheinend ganz gerne. Und wir platzieren ihn mal, just for fun. Wenn ich darf, da machen wir noch einen Wurfballaffen als Assist. Und der müsste das auch einigermaßen regeln. Also der Wurfballaffe regelt gerade. Aber der müsste das auch regeln, denn der kann wirklich kleine Geschütztürme überall platzieren. Okay, also wurde quasi exakt aus Bloons Tower Defense 5 übernommen. Kann sein, dass auf der Handy-Version übrigens schon drin ist. Aber auf der PC-Version ist er wirklich jetzt erst neu reingekommen. Ist Neuland für mich. Aber ich glaube, er hat schon einen Kill gemacht. Oh, jetzt wird's knapper. Okay, ging aber klar. Ging aber voll klar. Vielleicht mache ich den Wurfballaffen mal weg und wir machen noch einen zweiten hiervon. Einmal skillen. Platziert ihr jetzt. Die ballern hoffentlich ordentlich. Ich weiß nicht, ob das stark ist oder schwach ist, aber auf jeden Fall können wir jetzt Geschütztürme platzieren. Ist auf jeden Fall. Ich find's nice. Ich finde, es hat was. Fehlt natürlich noch jemand, der fett. Gut, die blockieren natürlich auch eine Fläche. Aber ich kann einfach verkaufen, notfalls. Haben wir es? Weil wie viel. Okay, wie viele Geschütze platzieren die denn jetzt? Das sind zwei. Die können drei auf einmal haben, ne? Oder mehr? Ist auf jeden Fall schon ganz lustig. Ich dachte, es wäre ein Held, aber es ist einfach eine ganz normale Klasse, aber halt Neuland. Diese Klasse ist Neuland. Ah, verursachen extra Schaden bei Bloons. Ja, ja, klar, warum nicht? Da, extra Schaden, so erstmal größere Reichweite. Oh, wow. Die wird hier richtig groß, die Reichweite dadurch. Okay, ist krank. Kann ich auch nur mit denen gewinnen? Theoretisch schon. Lass mal versuchen, nur mit denen zu gewinnen. Ist ja auch leicht. Sollte dann drin sein. Glaube ich. Ich kann Bloons jetzt quasi festnageln. Mit einer Nadel, also festnadeln, nicht festnageln, festnadeln, wir können Gegner festnadeln. Klingt stark, auf jeden Fall. Der macht Mobs mit. Lass das mal machen, nur mit denen eine Runde gewinnen. Ist drin, ist möglich, ist auf jeden Fall sowas von möglich. Könnte vielleicht ein bisschen schwer werden, aber ist drin. Ist ja noch auf leicht, deswegen alles gut. Und ich würde sagen, den skillen wir dann, machen wir jede Skillung einmal. Machen wir da den oberen, machen wir, ja okay, cool. Stark, hab ich Bock drauf. Wir machen einfach jetzt 2 Milliarden Geschütztürme und wir zerstören einfach. Klingt doch fair. Also die Runde 40 macht mir ein bisschen Sorge, weil da kommt ja ein fetter Moab. Und ob wir den killen können mit denen, ist halt unwahrscheinlich, finde ich. Ich halte das für unwahrscheinlich. Ah, ich glaube, wir wollen ein bisschen Schaum haben im Leben. Okay, Tarnballons sind natürlich ein Problem. Das ist natürlich ein Problem, habe ich nicht bedacht. Da brauchen wir einen Schaum für. Wir fehlen uns noch ein bisschen Kohle. Aber ist gut, bis dahin müssen wir nur kommen. Also spare ich jetzt und wir brauchen den Schaum für die Unsichtbaren. Wir machen das nur mit den Affenpionier. Ich brauche mehr Kohle für den Schaum. So, gut. Der, ja, weil da leg ich da den Schaum einfach auf den Boden. Hier wollten wir unten skillen, ne? 2 Waffen für doppelten Spaß. Check. Also Stand jetzt. Ich würde sagen, es läuft gut, aber das macht natürlich Probleme. Bleiballons macht natürlich ein Problem. Ich mache noch einen Affen. So, noch einen Pionier. Weil ich will den nochmal skillen, dass der auch nadeln kann. Nadeln. Komisch, was davor heißt Nägel und das danach heißt Nadel. Also ist ein bisschen verwirrend, aber ist gut. Skillen wir so. Und den skillen wir dann auch nochmal aufs Mittlere, würde ich sagen. Ich hoffe, der Schaum funktioniert. Der funktioniert wirklich ganz gut, der Schaum. Unterschätzt. Weil es das nur ein einziger, der so viel Schaum rausballert. Der ist gut. Ein einziger Schaumboy und der regelt das. Wie viel Erfahrung braucht ihr fürs nächste? Yeah, 14.000, 9.000. Das können wir als nächstes skillen. Okay. Ja, Doppelwaffe klingt gar nicht so schlecht. Okay, machen wir es so. Und jetzt skillen wir gleich oben oder unten. Die Blumenfalle ist, glaube ich, die ist okay. Aber ich will ja den Moab killen. Es geht nur bis Runde 40. Okay, wir verbessern mal hier oben. Komm. Gib mir einfach ein besseres Geschütz. Für 2.300 haben wir gleich. So, bitte wegnadeln da vorne. Wir machen halt nicht genug Schaden. Also ich glaube, der Moab zerballert uns einfach. Aber jetzt haben wir krassere Geschütze. Vielleicht ballert es mehr. Können jetzt Feuer spucken und sowas? Also würde ich mir wünschen. Nee, schießt einfach. Oh, ein anderes. Ah, okay, aber da kommen Bleiballons. Also kommt ein Geschütz, was starkes gegen Bleiballons. Kommt also auch dann gleich ein Geschütz, was starkes gegen Moabs? Ist das dann so geregelt? Dass quasi immer das Richtige kommt? Ich platziere noch einen davon. Ich habe ein bisschen Angst vor allen anderen. Wir skillen es mal so. Okay, Runde 39 ist noch easy. Ich mache noch eine starkes gegen Moab. Also stärker als gegen Moab. Okay, bitte geh kaputt. Bitte geh kaputt.
Geschütz. Feuer. Feuer, 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 Feuer. Komm, 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 komm. Komm, komm, komm. Oh, das geht. Das geht voll klar. Das geht ja voll klar. Das geht ja voll klar. Lass mal gucken, wie weit wir kommen. Aber ist die Skill nicht komplett overpowered? Wenn der immer genau für den richtigen Modus das richtige Geschütz rausballert? Ist das nicht mit Abstand die stärkste Skillung? Also mit Abstand? Weil dann kommt ja immer das Richtige. Dann kann ich doch quasi gar nicht verlieren, wenn ich ganz viele davon habe. Weil dann kommt doch in jeder Runde immer das richtige Geschütz. Und wenn ich genug davon habe, habe ich halt... Oder? Bilde ich mir das gerade nur ein, dass es stark ist. Aber ganz ehrlich, ich glaube, wir können bis Runde 100 kommen mit denen. Weil der ist ja eine mega starke Einheit. Der ist gut gegen Tarnballons, der ist gut gegen Bleiballons, der ist gut gegen... Alles. Der ist gut gegen alles. Vielleicht gegen Mobs ist er ein bisschen schwach. Gegen die ganz Fetten hat er, glaube ich, so ein, zwei Probleme. Könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, die Unsichtbaren müssen wir noch echt besser wegschäumen. Zwei Schäume reicht vielleicht nicht. Der Schaum nimmt ja auch von rund erneuten Ballons die Fähigkeit, dass sie sich nochmal erneuern. Ich glaube, das ist gar nicht schlecht. Ich glaube, was wir da gebaut haben, ist gar nicht schlecht. Im Grunde fehlt uns jetzt nur noch die Erfahrung. Ich mag den Affen aber. Ich mochte den im Bloons Tower Defense 5 gar nicht so sehr. Aber hier finde ich ihn ziemlich nice. Wir brauchen 14.000 Erfahrungspunkte. Oh, es wird aber ein bisschen knapper. Es wird schon ein kleines bisschen knapper gerade. Vielleicht soll ich noch was setzen, statt zu sparen. Dann kloppen wir jetzt noch einen Affen raus. Da, zack. Skillen wir unten. Skillen wir Reichweite. Okay, jetzt müssten wir hinkriegen. 7.200 haben wir. Also ich will einfach nur gucken, wie weit ich komme. Wenn ich Runde 100 damit schaffe, wäre das ultra krank. Ich will nur gucken, was möglich ist. Ich bin mir unsicher, ob wir das schaffen. Also bis Runde 60 schaffen wir. Safe ist auch schon stark mit nur einer Einheit. Aber ich glaube, es gibt wirklich ein Limit. Ohne die Superfähigkeit. Mit der Superkraft geht da, glaube ich, was. Aber ohne Witz ein bisschen schwerer. Okay. Ich mache noch mehr Affen. Ist mir egal. Wir haben jetzt eine Affenarmee. Okay, ganz viele Bleiballons. Kriegen wir kaputt. Die machen natürlich Probleme. Sieht aber gut aus. Haben wir gut gestoppt. Haben wir richtig gut gestoppt. Zack. Jetzt kommt aber ein Fetter. Runde 60. Das wird die Härteprobe. Wenn wir das schaffen, dann könnten wir vielleicht lang genug leben, bis wir... Haben wir. Okay, wir leben lang genug, bis wir auf 14.000 Erfahrungspunkte kommen. Würde ich einfach jetzt behaupten. Da, die Fähigkeit brauchen wir. Ich glaube, wenn wir die haben, läuft's. Okay. Der Schaum. Wir brauchen mehr Schaum. Wir brauchen, glaube ich, sogar wirklich mehr Schaum am Anfang. Ich mache mal noch einen schaumigen Boy da unten hin. Kriegen wir es hin. Kriegen wir es hin. Es ist knapper gewesen. Aber wir haben es hingekriegt. Oder? 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 Ja, gerade so. Aber wir haben es hingekriegt. Oder auch nicht. Oh, es ist ultra, ultra, ultra knapp. Jetzt haben wir da... es war's vielleicht. Ich glaube, es war's. So viele Moabs. Kriegen wir die? Die kriegen wir kaputt. Okay, komm schon. Runde 64. Affenfestung könnte ich platzieren, um meine Einheiten zu boosten. Aber wie gesagt, ich will nur eine Einheit platzieren. Das wäre meiner Meinung nach cheaten. Ich will gucken, wie weit ich komme. 2000 Erfahrungspunkte. 2000 Erfahrungspunkte noch. Und gleich kommt Runde 70. Mit nur einer Einheit, die ich noch nie vorher gespielt habe. Die vor allem auch nicht gelevelt ist. Okay, Runde 70. Komm schon. Das schaffen wir. Das schaffen wir. Ich spare jetzt auch mal für die erste Superkraft. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Das schaffen wir. Das schaffen wir, das schaffen wir, das schaffen wir. Mehr Geschütze bitte. Mehr Geschütze, mehr Liebe, mehr Action, mehr Schaden bitte. Ja, schön, 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 schön. Ich glaube aber, ich muss noch was platzieren. Das wirkt mir noch zu knapp alles. Machen wir mal so. So, so die Standards gelungen. Ballonfalle will ich nicht skillen. Weil ich glaube, das bringt uns nichts. Ich glaube, das andere bringt uns viel mehr. Okay. Das ist ein schweres Level, aber ich glaube, wir kriegen das hin. Ich glaube, wir kriegen das hin. Gerade läuft es noch. Gerade läuft es noch voll gut. Wir kommen nicht mal bis zur zweiten Kurve. Alles gut. Jetzt kommt ein Fetter. Alles okay. Alles okay. Ich brauche echt noch Kohle. Ich brauche echt noch Kohle. Der kommt schon sehr weit. Der kommt schon sehr, sehr weit. Aber wir haben es. Übertakten. Bam. Geskillt. Jetzt brauchen wir nur noch ein bisschen. 11.000 kostet das. Oh, das ist teurer, als ich dachte.
Okay. Kohle brauchen wir. Wir brauchen Kohle. Kriegen wir so 2000 für eine Runde bestimmt, ne? Komm schon. Komm schon. Ich skill, glaube ich, den in der Mitte. Alter! Der ist ganz knapp nicht durchgekommen. Ganz, ganz knapp. Und wir haben die Fähigkeit. Übertaktfähigkeit. Der Zielaffe verfügt 60 Sekunden lang über Superkräfte. Würde ich sagen, der greift auch immer den Stärksten an. Okay, Superkräfte mal raushauen gleich. Jetzt. Wähl einen Affen aus. Ah, den werde ich aussehen. Come on! Das wusste ich nicht, dass ich noch einen auswählen muss dann. Och, ist das anti... Das ist immer in diesem Spiel. Es ist jedes Mal. Es läuft so gut, dann eine Runde komplett, komplett Game Over. Ach, ich wollte... wieso übertakten? Gibt's auch als Handy-Version. Aber ich glaube, die Handy-Version ist sogar weiter. Ich glaube, die Handy-Version ist besser als die PC-Version. Aber gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bis zum nächsten Mal. Zum Abschied spiele ich ein kleines Lied. Das klang wunderschön. Und dann sehen wir uns bis zum nächsten Mal, Leute. Bis dahin. Und ciao.